Hallo, mein Name ist Malte Albert, ich bin der Date-Doktor und Beziehungscoach und ich schaue mir an, was ich als Date-Doktor und Beziehungscoach quasi empfohlen hätte, wenn ich dafür hätte sorgen wollen, dass Olaf Scholz, Emmanuel Macron, er kommt wieder zu Besuch, dass die beiden sich ein wenig wohler miteinander fühlen. Das ist ja durchaus wichtig. Und genau hier sieht man schon gleich die ersten großen Fehler. Unterschiede sind hier natürlich verschiedene Kleidung. Immer so ein Zeichen von, dein Stil mag ich nicht, deinen auch nicht. Mit Krawatte, ohne Krawatte, das wäre unseren Altvorderen nicht passiert. Da war das alles noch perfekt, beide aufgebrezelt, beide wunderschön für die Kamera, mit einem Lächeln, Augenhöhe hier auch auf Ebene der Kleidung. Hier haben wir ganz andere Herausforderungen. Noch ganz schlimm ist natürlich, ich kann nicht leisten, hinter jemanden zu stehen, der spricht und kritisch zu schauen. Das geht nicht. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahren nicht rausgekommen. Aber heute mit Social Media und 1000 Fotografen sieht jeder, dass das in die Hose geht. Vor allen Dingen, ich denke mir als Sprecher später, was hat er sich eigentlich gedacht, während ich hier vorne am Mikrofon gearbeitet habe? Hat einfach mal kritisch in die Kameras geschaut? Das können wir uns nicht leisten. Ganz im Gegenteil, ich muss wirklich daran arbeiten, nächstes Bild, das ist der Trick aus dem Dating, wie ich mich dem anderen ein bisschen anpasse auf der oberflächlichen äußeren Ebene, damit die nicht tagt, damit die inneren Ebenen besser miteinander harmonieren können. Hier haben wir die Situation, Emmanuel Macron hat die Arme verschränkt, Olaf Scholz nicht. Das ist für die Energie, wenn jemand spricht, total komisch, wenn ich spreche gegen jemand, der die Arme verschränkt hat. Umgekehrt fühlt sich der mit den verschränkten Armen immer leicht arrogant, leicht drüber, weil sie einfach das hören will, was du sagst. Der Trick ist ziemlich simpel. Ich passe meine Körperhaltung an. In dem Fall, Olaf Scholz hätte die Arme verschränkt. Folgterweise hätte das Emmanuel Macron signalisiert, er ist ja wie ich. Während ich gerade kritisch zuhöre, ist er gerade kritisch beim Erzählen. Kritisch und kritisch, das gleich, kurz kann ich loslassen. Das Wunder ist, ganz häufig lässt dann hier der Zuhörende mit den verschränkten Armen die verschränkten Arme los, macht auf. Olaf Scholz hätte dann auch aufmachen können und dem wäre die Gesprächsebene wieder eins höher gewesen. Und genau das sieht man hier bei diesem wunderschönen Dinner. Da läuft nämlich dann richtig viele Sachen. Plötzlich hat Emmanuel Macron seine Krawatte weggelassen, ist damit Olaf Scholz deutlich ähnlicher, schon mal erstmal von dem äußeren Auftreten. Sie sitzen ganz großartig gemacht, nicht gegenüber. Gegenüber sitzen ist immer Fight-Situation, nicht nebeneinander. Das ist immer so diese Kopfsituation, sondern übers Eck. Perfekt gemacht. Übers Eck haben Sie hier schön Ihre energetische Brücke. Die beiden Damen sitzen links und rechts davon. Hier, wenn ich so eine Situation sehe, auch bei einem Date, weiß ich sofort vom Setting her alles richtig, damit der Inhalt, die Gespräche, um die es geht, besser zusammenfließen können.